Mal die Tollensetaler dran. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass wir hier mit die Mittagsstunde so ein bisschen versüßen können. Und natürlich wollen wir gleich zu Anfang eine Frage stellen. Was wäre die Welt ohne Blasmusik? Thank you.
mir schick, gab's auch keine Blasmusik. Nun begreift ihr sicher, wenn mein Herz vor Freude bebt, weil die Blasmusik noch lebt. Was wär die Welt ohne Blasmusik? Halb wär sie nur ohne Blasmusik. Irgendwas fehlte bestimmt auch dir. Fast so, als gäb es kein Pilsner Bier. Beinahe, als gäb's keine Mädchen mehr. Sag mir wohl, was jetzt noch schlimmer wär. Hütet darum unsere Blasmusik. Lasst der Welt diesen Klang noch recht lang. Auf das, was jetzt passiert. Ne? Ich erkläre das nochmal. Die Tulensetaler spielen jetzt einen bekannten Schlager von Roland Kaiser, der da heißt Schachmatt. Matt. Ne? Und ich werde versuchen, den Text hier euch so unter das Festzelt zu knallen. Ja? Also, wer kann, bitte die Hörgeräte ausschalten. Und wer zur Hand hat, ein bisschen Watte oder ein Tampon rein ins Ohr. Damit das ein bisschen, ne, dass ihr nicht die ganzen schiefen Töne hört. Apropos, Tulensetaler, kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Tampon und einem Funkmikro? Funkmikro ist schnurlos. So, gut. Welche Tonart schlagen wir an? B-Dur? So ein Scheiß, Mensch. Schiss, Moll wäre mir lieber. Gut, bringen wir es hinter uns. Geht das alles, okay, alles. Am Anfang war da nur ein kurzer Blick zu mir, ein Lächeln aus ihrem Gesicht. Dann schlichen ihre Finger durch ihr langes schwarzes Haar, viel mehr tat sie nicht. Doch für mich war das mehr als genug, ich bin als Mann so geboren. Sie griff an mit den Waffen der Frau und ich war verloren. Schachmatt durch die Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug. Schachmatt packte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand. Sie war so zärtlich, beinahe wie ein kleines Kind und doch so wild wie galant. Sie war so wie ein kühler Tropfen Tau auf dem Gras und doch setzte sie mich in Brand. Heiß und kalt hatte sie mich erwischt seit dem ersten Augenblick. Viel zu viel ist bis heute geschehen, ich kann nicht mehr zurück. Schachmatt durch die Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug. Schachmatt packte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand. La 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 hey, la 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 la. Schachmatt durch die Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug. Schachmatt packte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand.
Dankeschön. Jawohl, danke, 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 danke. Ja, der Jens, der ist. Also pass auf, dass du den. Manche Dirigenten zerbrechen den auch, also vorsichtig. So, und jetzt nochmal für die ganz große Blasmusikfreunde-Gemeinde hier. Ich möchte mal dirigieren unter der Leitung von Matthias Falk. Thank you.
heut, denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei.
freuen wir uns natürlich auf unsere Freunde aus Pasewalk. Die sind zum ersten Mal hier in Nezo beim Sommer-Open-Air der Blasmusik. Und wie gesagt, freuen wir uns wirklich, dass ihr auch den Weg auf euch genommen habt, hierher zu kommen und uns ja, eure Musik darbietet. Und vielleicht nochmal eine Info. Der ein oder andere hat schon mal gefragt, ob wir kein Eintrittsgeld nehmen. Nein, tatsächlich nehmen wir kein Eintrittsgeld. Das ist alles viel zu umständlich und macht auch alles keinen Sinn. Wenn Sie aber bereit sind, eine kleine Spende zu geben, Frau Dr. Littmann ist jetzt hier gerade irgendwo unterwegs, ist meine Stellvertreterin hier in der Gemeinde Nezo-Lippen. Und wenn Sie dort einen kleinen Euro reinlegen in die Spendenbox, dann ist das auch in Ordnung. Und dann freuen wir uns darüber, das lassen wir einen guten Zweck zukommen. Und dann haben wir auch alles erreicht. Vielen Dank. Gerade den Hohenfriedberger Marsch. Bald nach der Schlacht 1745 soll von dem Regiment das eigentümliche Hohenfriedberger Marsch entstanden sein, dessen Musik die Mitwirkung sämtlicher Instrumente des damaligen Regimentes gestattete. Ohne historisch nachzuweisen, dass diese Musik dem großen König Friedrich II. Zuzuschreiben ist. Jedenfalls hat das Regiment den Marsch schon seit längeren Zeiten besessen und kein anderes Regiment als das Kürassierregiment durfte ihn blasen, wenn das Regiment zugegen war. Dieser Marsch ist für uns Anlass, weil wir ja aus der Kürassierstadt Pasewalk kommen, diesen zu spielen. Wir, das Vorpommersche Blasorchester Pasewalk e.V., wurden 1961 gegründet in den unterschiedlichsten Formationen und sind heute, wie gesagt, sehr, sehr gerne bei euch. Mit einem wunderschönen Lied, was eigentlich auch heute dazu passt, fahren wir fort. Grüßt Gott, ihr Freunde. So schön bei euch.
Hallo? 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 Hallo, Nato! Oh, jetzt hat sie sich verschluckt. Ja. Nur wegen mich. Wir freuen uns, heute wieder hier sein zu dürfen. Wir, die vier Tore-Musikanten aus Neubrandenburg unter der Leitung von Andreas Voss. Der muss jetzt aufstehen. Das ist der schlanke Mann an der linken Seite. Wenn ihr euch fragt, wo sein Bruder ist, fragen die meisten immer vom Funk und Fernsehen. Der sitzt im Auto, der klemmt. Aber wir geben alles, vielleicht kommt er zum zweiten Teil. Schön, dass wir wieder alle zusammen sind, finde ich. Und schön, dass wir alle gesund sind. Und zum Gesundsein gehört immer, sich zu verlieben. Und deswegen gehen wir heute nach Böhmen, die böhmische Liebe. Von den vier Tore-Musikanten aus Neubrandenburg. Hast du schon wieder eine aufgerissen oder was? Könnt ihr mal klatschen, unser Jüngster heute hier hat schon wieder was hier klar gemacht. Ehrlich. 86 Jahre, immer noch bei uns und immer noch fit und agil. Figurmäßig na, um Längen besser wie ich, ne? Unser Helmut. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen einwärts ging. Da war das Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt und trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar damals mal. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Jetzt bin ich ja gespannt. Daheim, du musst verzeihen.
Ich bin nur ein bisschen nervös. Das findet er gut, dann unter Druck entstehen Diamanten. Kann sie bestimmt alle schon mal gehört. Ja, was soll ich sagen? Also wir haben hier schon wundervolle Musik gehört. Und ich weiß nicht, ob uns das ein bisschen... Ist zu leise? Lauter. Oh, mehr haben wir nicht. Ich muss also lauter sprechen. Besser? Gut, ich gebe mein Bestes. Wir haben schon sehr viel schöne Musik gehört. Und ich habe das Gefühl, wir ziehen alle an einem Strang, aber unsere Musik wird ein bisschen anders. Ein kleines bisschen anders. Noch dichter, ich steck's mir gleich in den Mund, das Mikrofon, Micha. Ja, wir haben ein bisschen was mitgebracht. Dadurch, dass wir nicht im Wechsel mit den anderen spielen konnten, machen wir jetzt einfach ein bisschen länger. Ich hoffe, Sie bleiben da. Das Wetter ist herrlich. So sollte es ja gar nicht sein, aber wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl. Und wir freuen uns auch hier zu sein. In diesem Jahr das erste Mal als kleinste Gruppe mit 5 Leuten und ohne Verstärkung. Das kommt noch dazu. Wir haben hier nur dieses Mikrofon. Und ja, wir machen das Beste draus. Klatschen Sie ordentlich. Sie wissen, der Applaus ist des Musikers Lohn. Und wir beginnen mit dem A-Team. Thank you.